Hallo ihr Lieben, ich muss mal umschalten. Jetzt müsstet ihr mich auch besser sehen wegen dem Licht. Also erstmal, ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Ich bin nämlich, weil von einer Bekannten der Sohn in Bayern war. Ich will immer sagen in Österreich, weil es schon relativ nah an Österreich dran ist. Aber der Sohn war in Bayern im Skilager und wurde jetzt Corona positiv getestet und das ist auch alles eine ganz verrückte Story, weil da sind viele Schüler positiv getestet worden und die mussten dann immer abgeholt werden. Der erste musste schon, also es sollte eine neuntägige Skifahrt sein und der erste musste schon am ersten Tag abgeholt werden von seinen Eltern, weil er positiven Test hatte. Also völlig verrückt alles und ich habe auch gesagt, ey, also erstmal die Idee, nachdem man die ganzen Sachen hatte mit Ischgl, dass man da so eine Skireise macht mit einer Klasse, ja, das ist ja schon eine lustige Idee. Und dann aber auch die Leute da jeden Tag zu testen, die ganzen Kinder, ja, kann man nicht einfach die nach Hause schicken, denen schlecht geht, so wie früher, ja, dass wenn man eben krank ist, aber naja, gut, wenn die Leute meinen, Corona-Zeit, man muss jeden Tag testen, dann muss man eben die ganzen Leute nach Hause schicken. Ja, und aufgrund dessen habe ich das vorgestern Abend erfahren, dass sie da nach Bayern fahren muss. 700 Kilometer eine Tour, 1400 Kilometer zusammen. Und habe mich dann eben angeboten, weil ich gerade eh nichts zu tun habe sozusagen. Und bin sehr froh, dass ich mitgefahren bin, weil dadurch habe ich eins der schönsten Sachen gesehen, die ich je in meinem Leben sehen durfte. Und das meine ich wirklich ernst, weil ich war einfach noch nie in so einer Bergregion, also ich war noch nie irgendwie zum Urlaub in den Alpen oder irgendwas und deswegen war das einfach nur wunderschön und vor allem wir sind auch den ganzen Tag wirklich, also wir waren ja wie gesagt 1400 Kilometer sind wir an einem Tag gefahren, eigentlich fast durch ganz Deutschland und außer den Norden halt und jedenfalls in ganz Deutschland war wirklich schlechtes Wetter in Form von, also es hat jetzt nicht geregnet die ganze Zeit, aber es war einfach grau, zum Teil sehr neblig, ja, es war auch wirklich lange sehr neblig. Und ganz Deutschland war grau. Von Potsdam bis nach Bayern. Ja, beziehungsweise die Bekannte kommt aus Berlin. Und ganz Deutschland war grau und neblig. Und dann irgendwann ist richtig der Schleier aufgebrochen. Und das Licht wurde immer heller. Es wurde so milchig, so gelblich oder orange. Und dann irgendwann kam einfach nur noch blauer Himmel. Und wir sind da wirklich in die wunderschöne Region da gefahren. Jetzt gucken wir uns jetzt mal ein paar Bilder an. Warte mal. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner. So. Und es war wirklich einfach nur herrlich. Oh, warum? Hä, warum kommen jetzt die ganzen Bilder mit mir? Das wollte ich gar nicht. Jetzt. Es war einfach nur unglaublich schön. Es war so schön, wirklich. Da noch mit einem See, der irgendwie nur zum Teil vereist war, obwohl es eigentlich arschkalt war, aber es war einfach nur so schön. Wirklich. Also, ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wenn mir irgendwie Freudenträne runterlaufen will. Also, kam nicht, ich musste nicht heulen, aber das war wirklich so schön. Ich war so dankbar, dass ich das sehen durfte, weil es war einfach so schön. Das war dann auf der Rückfahrt, da war auch, das ist jetzt eigentlich nur ein ganz schlechter Abklatsch von dem, wie das aussah, weil der Himmel wurde so dermaßen rot und orange am Ende. Das war dann schon, als wir eine Pause gemacht haben, da war der schon lange nicht mehr so rot wie am Anfang. Also der war richtig rot und ach Gott, das war so schön. Das war so schön. Das war einfach nur schön. Also mein Lieblingswort allgemein ist ja lächerlich, ne, wegen Corona und so. Ich finde das ja alles so lächerlich. Ich habe eben, manchmal gucke ich ja aus Spaß Nachrichten, um irgendwie mir zu vergegenwärtigen, dass die Welt wirklich komplett krank ist und durchgedreht ist. Und eben habe ich es wirklich bestätigt bekommen. Die Deutschen sind anscheinend der Meinung, dass Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler ist. Und danach haben sie noch über die Spaziergänger. In Deutschland gehen ja die Leute alle spazieren, weil sie sich nicht einschränken lassen wollen. Und da haben die gesagt, nö, wir sind ja gar nicht gespalten. Das ist nur eine ganz kleine Minderheit
Und dann haben die das wirklich so richtig wieder so richtig eklig dargestellt, dass die ja das Spaziergehen benutzen als taktisches Mittel, so ja, als wenn die Leute, die spazieren gehen, als wenn das wirklich böse wären, als wenn das wie Terroristen, ja, als wenn das einfach nur abgrundtief böse Menschen sind, die benutzen das Spazierengehen, was eigentlich ja friedlich und ohne besonderen Sinn behaftet ist, ja, das Spaziergehen nutzen die als taktisches Mittel. Boah, das ist so krass. Diese Propaganda, die die da im Fernsehen verbreiten, das ist so krass. Also, ich bin ja der Hoffnung, dass die Leute das nicht, also dass die das nicht glauben, was da erzählt wird, weil wenn die Leute das glauben, dann ist die Welt wirklich dem Untergang geweiht. Also, was die da erzählen im Fernsehen, das ist ja wirklich so krass. Also, mir fällt gerade kein Spruch ein, aber da kann man nicht nur den Glauben verlieren, sondern da kann man, weiß ich nicht, also das geht gar nicht. Ja, das war so ein richtig krasser Kontrast, als wir dann wieder nach Hause gefahren sind und da wieder in diesen Nebel, in den Grau, so wie in den grauen Alltag von Deutschland reingefahren sind, ja. Da war alles grau. Auf der Autobahn, alles grau, einfach grau. Ja, und da dachte ich, boah, das ist ja so krass. Ganz unten in Deutschland haben wir einfach eine Region, wo es gerade so aussieht. Oh, das sind noch Katzenbabys von einer Freundin. Die waren so süß. Hier sieht man es gar nicht. Die waren so dermaßen süß. Die haben so miteinander geknuddelt. Kann ich Das sieht man hier in dem Video gar nicht mehr. Das war dann schon zu spät. Ach, es ist so War auch so dunkel da, dunkel. ja. Aber die haben richtig miteinander gekuschelt. Wirklich. Ah, so. Ach, das war auf meinem Autodach. Ja, das fand ich richtig cool. Das muss ich fotografieren. Da haben sich auf meinem Autodach einfach so. Ja, ich weiß gar nicht. Wie Kondens-Eiskristalle. Ich weiß nicht. Es hat ja nicht geregnet oder so. Die haben sich da einfach gebildet. Das ist richtig krass. Und ja, das war noch ein Biber bei mir hier in Potsdam. Aber die waren richtig cool, die Dinger. Ja. Gut, das war's, glaube ich. Auf jeden Fall war das so dermaßen schön da. Halleluja. Wirklich. Die Häuser, die sahen auch alle so schnucklig aus, ne? Wie man das kennt, so aus Bayern oder so. Die hatten alle so schöne Balkone aus Holz und so weiter. Das war sowas von schön. Wirklich. Einfach nur ein Traum. Traumhaft, wirklich. Nein, jetzt kommen wieder meine ganzen. So. Ja gut, ihr Lieben. Also, ich wollte euch das mal zeigen. Das war einfach nur ein Traum. Gut, das war's. Ansonsten bin ich ja, wie gesagt, sehr, sehr glücklich darüber. Also, ich hatte ja früher immer so einen unglaublichen Druck. Ich habe immer gedacht, boah, was will Gott von mir, dass ich, also. Was muss ich tun, sozusagen, um die Menschen zu erwecken und oh, wie mache ich das und so. Ich habe meine Meinung jetzt geändert. Ich sehe, ich spiele da keine große Rolle, sage ich mal so. Natürlich spielen wir alle eine Rolle innerhalb des großen Ganzen, aber ich sehe einfach, die Leute müssen jetzt durch diesen großen Prozess, der hier passiert, dadurch müssen die Leute aufwachen, ja. Da habe ich nichts mit zu tun. Also ich weiß zwar ganz genau, dass ich den Leuten eine richtig krasse. Ach, egal. Egal. Jedenfalls bei mir in der Familie sind jetzt also einige, haben wahrscheinlich Corona und alle möglichen Leute sind positiv getestet. Und das geht gerade richtig krass rum, dieses ganze Omikron. Weiß ich nicht, vielleicht scheint es wirklich sozusagen eine sehr ansteckende Sache zu sein. Wobei ich da wirklich nichts zu sagen kann, das habe ich gerade mit einem Kumpel hier diskutiert oder nicht diskutiert, sondern drüber gesprochen. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt alles gibt. Ja, weil Krankheit ist für mich eine Entgiftung des Körpers. Ja, für mich bedeutet Krankheit, dass der Körper einfach damit ein Zeichen setzen will und sagt, was man eben falsch macht. Ja, dass man sich entweder zu wenig bewegt, ja, dann oder sich falsch ernährt oder falsche Glaubenssätze hat. Oder was auch immer, ja. Und jede Krankheit äußert sich halt auf verschiedenem Wege, ja.
Und deswegen kann ich dazu dem ganzen Thema nichts sagen. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, dass Viren, ja, und das C-Punkt ist ja ein Virus, dass diese Sachen noch niemals nachgewiesen wurden. Dass das noch nie isoliert wurde. Ja, und dass es das einfach Stoffe sind, die bei irgendwelchen Stoffwechselprozessen im Körper entstehen. Ja, und das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich weiß, dass das ganz kompetente Leute sagen. Und deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, und wie gesagt, Krankheit ist für mich nicht etwas, was den Menschen befällt. Ja, und man einfach dann Pech hat, oh, jetzt wurde ich von dem und dem befallen. Sondern nee, ich sehe das so, dass du entweder genug Energie hast, um gesund zu sein, oder du hast zu wenig Energie und dann wirst du krank. Und dann bekommst du eben die Krankheit, je nachdem, was du, sag ich mal, anziehst. Also, wenn du dich halt nicht bewegst und dich schlecht ernährst, dann bekommst du Arthritis, Arthrose. Wenn du ganz viel Gift im Körper hast, in Form von Stoffwechselschlacken, wenn du dich schlecht ernährst, keinen Sport machst und so weiter, dann kriegst du halt Krebs, weil du zu viele Oxidantien im Körper hast, ne? Deswegen soll man ja Antioxidantien essen in Form von Obst, Superfoods und so weiter und so fort. Naja, und so ist halt alles für mich einfach nur ein Symptom für das, was man halt falsch macht im Leben. Ja. Ja, gut, jedenfalls habe ich begriffen, dass die Leute jetzt einfach durch diesen Wahnsinn, der da draußen tobt, es tobt ja wirklich der Wahnsinn, dass die dadurch ja aufwachen. Ja. Und ich freue mich einfach auf die Zeit danach. Also ich sag mal, das wird so die Zeit ab 2025 sein. Bis 2025, auch danach, kann es natürlich richtig drunter und drüber gehen. Ja, das kann ja auch noch ganz anders werden, ja. Also eigentlich haben wir gerade mal den Anfang erlebt. Ja, also es gibt ja so eine biblische Endzeit, wo gesagt wird, die dauert 7 Jahre. Ja, sozusagen die große Trübsal- oder Drangsalzeit. Und die hat eigentlich mit Corona im März 2020 begonnen. Ja, also das sagen die da oben, dass da so ungefähr diese Zeit begonnen hat, ne? Und Corona ist sozusagen da, um Spreu und Weizen zu trennen. Und ja, genau. Also das dauert auf jeden Fall noch eine Weile, ne? Und da gibt es ganz viele Prophezeiungen, dass die Leute bis 2025 komplett das Vertrauen in die Politiker verlieren oder in die Politik allgemein. Ne? Und man sieht es ja jetzt schon. Eben im Fernsehen haben sie gesagt, okay, 60% sind sowohl für Olaf Scholz als guten Bundeskanzler als auch für eine Impfpflicht und so weiter. Also was die da im Fernsehen erzählen, das ist wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte vorhin hier so ein Video offen. Ich weiß nicht, glaube, das ist jetzt, habe ich jetzt nicht mehr offen. Nee. Da war so eine Tagesschau, also von der ARD, so ein Tagesschau-Video, dass Cem Özdemir bessere Haltung von Schweinen fordert. Und das ist ja eine super Sache. Das ist eine tolle Sache. Aber ich habe die Nachrichtensprecherin gesehen, die konnte nicht mal richtig Deutsch sprechen, ja. Und unter dem Video durfte man auch keine Kommentare dalassen. Das war also keine Kommentare. Und YouTube hat ja jetzt auch hier, mag ich nicht, haben sie ja deaktiviert, damit man eben schön bei Tagesschau und so weiter nicht sieht, wer da disliked. Ja. Ist für mich natürlich auch von Vorteil, weil mich verstehen ja viele Leute auch nicht. Weshalb ich dann viele, manchmal, also eigentlich nee, ich habe nicht viele Dislikes, aber ja, ich sag mal so, wenn ich meine Wahrheit sagen würde, meine ganze Wahrheit, dann würden mich die meisten Menschen nicht verstehen. Die würden sagen, was bist du denn für ein Idiot? Und ja, obwohl sie mich gar nicht kennen. Deswegen habe ich übrigens auch, weil ich die Nase voll habe. Ich habe die Nase voll, Leute. Ich zeige euch das mal kurz. Hier. Und da werdet ihr mich jetzt vielleicht nicht mögen oder so. Aber hier, guckt mal. Warte. Hä? Hä, mein Kommentar ist ja weg? Hä? Mein Kommentar ist weg. Jetzt bin ich verwirrt. Also ihr seht, hier hat jemand kommentiert, du bist ein Mensch, der auf seine Manipulation, da geht es um Peter vom Königreich Deutschland,
der meiner Meinung nach die einzige Alternative anbietet, ja, für uns alle, damit wir alle friedlich uns transformieren können. Und da hat jemand geschrieben, du bist ein Mensch, der auf seine Manipulation drauf reingefallen ist, wie die ganzen anderen Schwachköpfe von euch. Ehrlich, ihr seid Spinner, die in ihrer eigenen Welt leben und mehr seid ihr nicht, ein absoluter Tropfen auf den heißen Stein. Und da habe ich ihm einen richtig, naja, bösen nicht, aber ich habe ihm wirklich einen Kommentar zurückgeschrieben, wo ich genauso rede wie er. Er hat ja auch gesagt, Schwachkopf, Spinner und so weiter. Und da habe ich geschrieben, du bist wirklich das Allerletzte unter den Menschen, du hast nichts begriffen, du Schlafschaf. Du Schwachkopf, also ich habe ihn auch einfach so betitelt und habe geschrieben, ich sehe jeden Tag, wie eure Welt, eure normale Welt zusammenbricht und du wagst es hier so einen Schwachsinn zu schreiben, du bist wirklich so das Allerletzte, du hast nichts begriffen und wenn ich also dieser heiße Tropfen bin, dann sage ich dir, ich und meinesgleichen, wir sind der heiße Tropfen. Oder wir sind der Tropfen Wasser, der den heißen Stein zum Platzen bringen wird, weil es eine Verpuffung gibt, wenn wir als Tropfen Wasser in diesen Stein oder auf den Stein tropfen, ja, dann explodiert der Stein und der wird zermalmt unter dem, was hier kommt. Und also wart's mal einfach ab. Naja, ich habe geschrieben, ich sehe deine Welt jeden Tag zusammenbrechen, deine normale Welt, ja. Ich bin im Moment noch ein Schwachkopf, ein Spinner, ja, ich werde ausgelacht oder was auch immer. Aber du wart's mal ab. Ich sehe es doch jetzt jeden Tag. Eure Welt bricht doch jetzt schon zusammen. Ja? Da hatte ich wirklich, und ich habe die Nase voll. Und natürlich, Leute, ihr braucht mir das wirklich nicht zu sagen. Ich habe Spiritualität. Ich beschäftige mich seit 12 Jahren wirklich so intensiv mit Spiritualität und mit alles Möglichen. Und ich weiß ganz genau, dass wir alle in unserer Liebe bleiben sollen. Natürlich. Aber das heißt nicht, dass ich aus meiner Liebe herausfalle, wenn ich ihn einfach so betitel. Ihr könnt mir das glauben, ich weiß es. Wir sind alle Seelen und wir sind alle einfach auf einer bestimmten Entwicklungsstufe und wir alle kommen wieder zum Schöpfer und so weiter und so fort. Ja? Aber trotzdem, ich meine, weil er wird ja auch nicht erwachen, wenn ich ihm jetzt sage, hey, sei doch nicht so böse und alles ist doch, beschäftige mich. Nein! Das macht doch gar keinen Sinn. Das musste ich doch begreifen, dass ich nicht jeden Menschen aufwecken kann. Dieser Mensch, der kommt in 25.920 Jahren hier nochmal auf die Erde und probiert das ganze Spiel nochmal. Ja? Und dann schafft er vielleicht die Transformation. Aber ich brauche mich doch jetzt nicht hier als dumm betiteln lassen. Also. In diesem Sinn, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich wollte euch eigentlich mal schön, nur schön die schöne Schneewelt da zeigen. Und ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt offen, bleibt bewusst. Tschüss.